Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir viele Lebewesen geschlachtet, Höhlen erkundet und Moos verprügelt. Ich fühle mich immer und immer wieder schlecht, wenn ich den armen Hund verprügel. Weil eigentlich kann der ja nichts dafür, was er tut. Ja. Wir haben beim letzten Mal auch zwei Schatzkatalog-Dinger noch voll bekommen. Beim letzten Mal war die Folge ein bisschen lang, deswegen habe ich das damit noch nicht vorgelesen. Aber ich würde das jetzt hier gern gegen Anfang direkt machen. Vorher, einfach weil ich es auch einmal eine Folge lang machen will, gehe ich jetzt hier zu unserem Look-Typen. So, jetzt bin ich mal für heute ein Laubling. Das habt ihr aber wahrscheinlich sowieso am Thumbnail schon erkannt, weil ich das 100 Pro als Thumbnail machen werde. Ich find's nur lustig, dass ich als Laubling trotzdem den Helm auf habe. So, wer die Schatzkatalog-Einträge übrigens überspringen will, der möge zu den Zeitstempeln, der über mir hängt, bitte einmal springen. So, zuallererst haben wir nämlich die Serie Heiß Begehrt letztes Mal abgeschlossen und wir haben hier den Habgier-Generator. Auch wenn ich die schon mal vorgelesen habe, lese ich trotzdem die ganze Serie durch. Dieses Objekt kann ein Klickgeräusch erzeugen, das bei denen, die es vornehmen, umgehend Habgier auslöst. Die Gründe dafür sind noch unklar. Vielleicht spricht das uralte Instinkt in uns an, doch das ist nur Spekulation. Dann die Scheibe des Frohsinns. Man lasse sich durch ihr Schweigen nicht täuschen. Dies ist die intelligenteste Lebensform des erforschten Universums. Ihr Äußeres verrät schon, was für eine Frohnatur sie ist. Eins muss sie der Mittelpunkt vieler vergnügter Runden gewesen sein. Scheibe des Zorns. In der Nähe dieser intelligenten Scheibe ist Vorsicht geboten, da sie zu Wutausbrüchen neigen soll. Was sie schon an Armut verursacht hat, ist über die Jahre in Vergessenheit geraten. Aber das macht die Scheibe nur noch furchteinflößender. Die Scheibe der Empathie. In Zeiten des Kummers soll es helfen, den Rat dieser außergewöhnlichen intelligenten Lebensform heranzuziehen. Damit Gefühl Intelligenz in höchstem Maße verkörpert, muss die Scheibe sehr schlau sein. Man hört ihr die Weisheit vielleicht nicht an, aber man spürt sie. Die Scheibe des Vergnügens. Ich finde das einfach nur lustig, welche Beschreibungen die Pokerchips haben. Manchmal wacht man morgens und beschließt, dass dieser Tag etwas Besonderes sein soll. Man möchte sich einmal so richtig amüsieren. Was könnte es vergnüglicher als das Tanzen sein? Nichts. An solchen Tagen greift man zu dieser Scheibe und schwinge sie ganz nach Belieben. Früher oder später setzt der Alltag wieder ein. Doch gelegentlich darf man auch dem Ruf nach Abwechslung folgen. Und die Scheibe der Weisheit. Sollte man einmal nicht mehr weiter wissen, ist diese weise Lebensform die Rettung. Man lasse sich von den Wellen ihrer Weisheit umspülen, um den inneren Frieden zu finden. Diese Ruhe verspürt man selbst, wenn man sich nur in der Gegenwart aufhält. So, die Naturbonbons hatten wir nämlich letztes Mal auch abgeschlossen. Liebes Nugget, ich weiß nicht, woran es liegt, doch wenn man in diese Frucht oder ist es ein Gemüse beißt, wird einem ganz warm ums Herz. Was passiert da? Lieber auf den ersten Bissen oder bilde ich mir das bloß ein? Schwärmereien, Nugget. Dieser Leckerbissen verdankt seinen Namen dem unvergleichlichen Geschmack. Beim ersten Bissen kitzelt es angenehm am Gaumen und dann steigert sich das alles zu einem kulinarischen Erlebnis, bei dem man nur ins Schwärmen geraten kann. Ängstlicher Spross. Dafür, dass sie nur ängstlich aus dem Boden lugt, wächst diese Pflanze zum Vergnügen aller Gärtner sehr schnell. Und lecker ist sie auch noch. Ist es nicht schön, wenn man etwas einem auf so viele Arten Freude bringt? Mit solchen Dingen sollte man sich umgeben. Bürstenschnittstange. Diese Stange ist äußerst vielseitig. Man kann sie kochen, backen und sogar frittieren. Zusätzlicher Boden für leicht zu erhaltene Gemüter. Ihr zackenförmige Teil sieht aus wie ein Bürstenschnitt, wenn man die Stange aufstellt. Kind der Erde. Die Pflanze wird groß und rund, indem sie die Nährstoffe aus dem Boden um sich herum aufsaugt. Zwar besitzt sie kein besonders attraktives Äußeres, doch ihr Nährwert sollte recht hoch sein. Schatz der Erde. Dieses Gemüse wurde mit der größten Sorgfalt aufgezogen, wie es einem Schatz gebührt. Das erkennt man schon am außergewöhnlichen Geschmack und Nährwertgehalt. Eine echte Delikatesse. Das mysteriöse Fahrzeug. Alte Mythen dieses Planeten erzählen von einer Dame, die die Rinde dieser Pflanze als Fahrzeug nutzte. Sehr schlau. Es geht weiter darum, dass eine Uhr Mitternacht schlägt. Aber ich weiß nicht, wie beides zusammenhängt. Eine mysteriöse Geschichte. So. Und wer jetzt weiß, um welches Märchen es sich handelt, der kriegt 5 Punkte von mir. Die Imbissbohne. Das Tolle an diesen Bohnen ist ihre Verpackung.
Ganz so, als seien sie von der Natur dazu gedacht gewesen, als leckere Imbiss für unterwegs mitgenommen zu werden. Und sie duften auch sehr appetitlich. Der schöne Gedanke an sie macht bereits durstig. Also, ich habe irgendwie nicht so im Sinn, dass Erdnüsse besonders stark riechen, aber ja, hier scheinen sie es offenbar. Die Dusselbeere. Die letzte Frucht aus der Serie der Naturbonbons. Bei dieser Frucht soll es sich um eine sogenannte Dusselbeere handeln. Ich bin nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ja, mit ihrer seltsamen Form und dem komischen Hut sieht sie etwas dusselig aus, aber deshalb muss man sich nicht über sie lustig machen. Ja, muss man wirklich nicht. So, ansonsten haben wir hier nichts fertig. Ich glaube, wir haben noch einige Schätze vor uns. Ich glaube, dass da wirklich noch eine Ebene kommt. Guck mal, wie viele Schätze uns noch fehlen. Da kommt 100 pro noch eine bis zwei Ebenen. Ja, jedenfalls gehen wir jetzt als Laubling zurück in das Gebiet. Hier fehlen uns nur noch 13 Schätze, ein paar, die gerettet werden müssen und auch noch Zwiebeln. Wir haben hier nicht so viele Bereiche, wo man runter kann. Vor allem, wenn man bedenkt, dass einer davon mindestens ein Dandori-Ding ist, vielleicht sogar alle beide. Also das meiste haben wir nur noch auf der Oberfläche. Naja, nichts wie hin. Ah, guckt mal, Leute, diese Saphrophag-Dinger, die haben auch noch einen Eintrag von Olimar. Saugkraft. Einem diebischen Saphrophag einen Schlag auf den Kopf zu versetzen, scheint mir nahezu unmöglich. Aber den Mechanismus, mit dem die Dolphin Objekte einsaugt, müsste man doch nutzen können, um die Kreatur in den Schiffsrumpf zu schleudern. Habe ich auch so gemacht. Guck mal, selbst meine Karte hat sich angepasst, dass ich jetzt ein Laubling bin. Das ist nur für die, ist ein paar, beziehungsweise falls ich in der Höhle fertig heute mache, für die beiden Parts dann nur so. Danach mache ich mich wieder normal. Ich wollte das unbedingt mal machen. So, jetzt ist an der Zeit, dass wir den da fertig machen. Was hast du denn da oben für ein Loch? Ah, okay. Ich verstehe. Ja, komm. Guten Appetit. Okay, so funktionierst du offenbar nicht. Wie kriege ich dich dazu, das da oben aufzumachen? Ich stand jetzt sogar direkt da dran und hab's geworfen. Hui! Ah, so komme ich hoch. Wenn ich schon hier oben bin, sammle ich eben kurz hier oben alles auf. Ich vergaß, ich muss Moos noch ausschalten. Vorübergehend. Da will ich einmal drauf hüpfen. Ich habe schon auf der Karte gesehen, dass da was sein soll. In der Nähe. Wo ist denn Moos? Ach, Moos ist gerade da ganz oben. Okay, können wir erstmal ignorieren. Fährt das Ding auch noch irgendwo anders hin? Ja, ich hatte die Hoffnung, dass das Teil jetzt zu der Lampe fährt, auf jeden Fall. So, das dürft ihr gerne mitnehmen. Und auf der Karte, genau da hinten ist auch noch was. Ich glaube, anders kämen wir da auch gar nicht dran. Nein! Warum ist ausgerechnet der Saft da drauf? Oh, ein Taschenrechner. Na gut.
gut, hier auf den Sofas haben wir dann alles abgesammelt. Ich eben kurz meine Pickens auf. Ach, das war ein anderer Taschenrechner. So, bevor Moos uns irgendwie gefährlich werden kann, mache ich sie einfach instant fertig. Da war diese Ramme. Also der Betäubungseffekt der Ramme. Richtig gut. Fühl mich schuldig. Ich muss das machen. Können wir diese Öffnung verstopfen? Kann ich diese Steine nehmen und da hinwerfen? Ich glaube nicht. Aber versuchen kann ich's. Nee. Ich darf die nicht mitnehmen. Soll ich die denn verstopfen? Mir fällt nur noch ein, da eventuell. Ah, okay. Der schluckt nicht runter, wenn da oben was reingeschmissen wird. Das kann ich auch so gut wissen. Und tot. Du warst komplizierter, als ich dachte. Na gut, jetzt gerade wird abtransportiert. Den Knopf können wir, glaube ich, drücken, oder? Was habe ich angestellt? Den Weißen da hinten. So, ich habe jetzt gerade mal komplett auf Gelbe gewechselt, weil ich glaube, wir brauchen die Eispigments nicht mehr. Weil wir haben ja, glaube ich, da hinten alle Eisgegner jetzt fertig gemacht. So, wie komme ich... Kann ich einfach hier oben drauf hüpfen? Als Mensch? Nee. Da will ich auf jeden Fall einmal drauf. Watschen, geh so lange Zwiebel suchen. Okay, hier ist noch eine weitere Karte. Okay, das war Karo 1. Da ist was drin. Nein. Habe ich nicht getroffen. So, Angriff. Transportiert mal ab, Leute. Nicht den Gegner, nur das Teil. So, grüner Wind. Welchen mache ich damit an? Gar keinen. Ich muss da oben irgendwie hin.
der Seite sehe ich auch noch mal einen Ventilator. Sollt ihr nicht mitnehmen? Und tschüss. Okay, hätte nicht gedacht, dass du das überlebst. Wie komme ich da oben hin? Okay, den Pappkarton muss ich die ganze Zeit verschieben. Oh, Hotchen kann ich mit da rein. Gut, da will ich ja auch drauf, ne? Ich habe einen gerade aus Versehen runtergeworfen. So, den Schalter aktivieren wir mal, dann kommt Hotchen auch hier hoch. Aua! Nein! Du kleiner Fiesling! Ein paar Pikmin erstochen. Der Hund ist aufgewacht. Wir holen uns jetzt erstmal die Knobknolle. Okay, hier brauche ich Otchen sogar. Helft da mal. Ich glaube, wir schaffen es nur noch, das Zeug nach Hause zu bringen. Nee, nicht mal. Aber die Knobknolle zumindest. Jetzt haben wir die maximale Pikmin-Menge. Endlich, du kannst nun sogar 100 Pikmins mitnehmen. Jetzt hätte ich so schnell nichts mehr auf. Na gut, wirklich was erreicht haben wir trotzdem nicht. Also würde ich sagen, gehen wir hier einfach direkt wieder hin. Was mich interessiert, Otchen. Findest du hier noch eine weitere Zwiebel? Wenn nicht, dann lasse ich beim nächsten Run einfach alle Viecher von den Eispigments abtransportieren. Er hat keine Pferde. Okay, die Knobknolle war als einziges hier. Ja, dann lasse ich alles von den Eispigments abtransportieren. Ja, wir haben niemanden gerettet und haben nur zwei Sachen gesammelt. Also wirklich was erreicht haben wir nicht. Obwohl, es waren mehr als zwei. Aber wir haben die Instrumente der Weißen abgeschlossen. Das heißt, das können wir uns gleich ruhig durchlesen. Wir haben den Erfolgsroboter-Teil und den Koordinationsroboter-Teil. Element der Kraft. Göttlicher Ballon. Magisches Sportgerät. Und der unvergleichliche wertvolle Vogel. Es waren nur 5%. Wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Die Instrument der Weißen, der Stimmungssensor. Berührt man mit diesem Gerät seine Wange, erscheint eine Zahl, die über die eigene Stimmungslage Auskunft gibt. Höhere Werte sind ein Indiz für Wut oder Stress. Wenn diese angezeigt werden, sollte man mit dem Beachtung schenken und sich entspannen. Innere Uhr zeigt nicht die tatsächliche Uhrzeit an, sondern die subjektiv empfundene. Der Nutzer muss immer dann auf den Knopf drücken, wenn er eine Sekunde für abgelaufen hält. Das Resultat ist natürlich keine präzise Zeitauskunft, aber interessant ist es allemal. Solarbetriebener Rechner. Dieser gigantische Rechner löst nicht nur komplexe mathematische Probleme. Dank einer enormen Solarzelle ist er auch jederzeit einsatzbereit. Ein beeindruckend verlässliches Stück Technologie. Und das mathematische Sportgerät.
Ein klug durchdachtes Trainingsgerät, das die Freuden der Mathematik mit dem Nervenkitzel körperlicher Ertüchtigung kombiniert. Durch Sprünge von Taste zu Taste löst man so auf höchst vergnügliche Art auch die komplexeste Aufgabe. Ist einfach nur eine andere Art von Taschenrechner. Das ist ein alter und das ist ein neuer. Bevor wir losgehen, können wir uns eigentlich ruhig einen der Verstärker noch hier im Labor gönnen, weil ich glaube, da ist auch nichts, wo wir jetzt sonderlich basteln müssen. Wir gönnen uns den KP-Verstärker für Otschin. Oh, guck mal, jetzt habe ich einen weiteren Luftschild und einen weiteren KP-Verstärker freigeschaltet. Da kriegt Otschin ja fast gar keinen Damage mehr. Na gut, dann wieder zurück, ne? Wie gesagt, wir haben eigentlich kaum was geschafft bisher. Okay, hier sind wir dann wieder, ne? Und ich mache mein Versprechen jetzt erstmal wahr. Ich sage jetzt erstmal alle Viecher ein und schlag auch Moos gleich eben kurz erstmal K.O., bevor wir hier großartig suchen. Das Rohmaterial dann nehme ich natürlich auch noch mit. So, ich habe jetzt den Großteil, der hier jetzt rumliegt, schon mal aufgesammelt. Und habe dafür jetzt auch hauptsächlich nur die Ice Pigments genutzt. So, Otsche muss hier einmal stehen bleiben. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Das könnt ihr absammeln. Ich habe übrigens von der Seite gesehen, dass da hinten auch nochmal was ist. Oder das ist eine Spieluhr. So, der Große hier oben wird gerade abtransportiert. Knopf ist gedrückt. Rein da. Ein Dandori. Da, ein Laubling. Dandori, jederzeit, Dandori, überall. Noch einmal Dandori und noch einmal und noch einmal und. Ciao, sag ich dann einfach mal. Oh je, wie viele Gestandete wurden denn in Laublinge verwandelt? Eigentlich unwichtig. Wir müssten sie eigentlich alle retten. Ja, aber erstmal lasse ich das da in Seil hier runter, ne? Da unten ist auch die letzte Karte, die uns fehlt. Ich darf nochmal den Weg da hoch. So, den Ventilator habe ich jetzt gerade nochmal aktiviert. Ich habe versucht, an das Teil darüber zu springen, aber Otschin kann nicht weit genug hüpfen. Sicherheitshalber werfe ich die Pikmin jetzt erst darunter. Nur für den Fall, dass ich wieder daneben gehe. So, diesmal habe ich es geschafft. Und da wird auch gerade die letzte Karte abtransportiert. Wo ist denn die letzte Höhle? Ich habe keine weitere gesehen. So, wir brauchen dann mit dem Ventilator nicht nochmal machen, aber wir müssen darüber einmal kurz Pigments werfen. So, da wird der Roboterkopf nämlich gerade abtransportiert. Und ich glaube, dann haben wir es hier so langsam mit den Schätzen. Wenn die abtransportieren, kletter ich so lang hoch. Und der Schatz wurde abgegeben. Der heldenhafte Roboter ist zusammengebaut. Schwere Fracht. Je besser dein Dandori, umso wichtiger bist du. Bist du gut zu deinem Pikmin? Bist du gut in Dandori? Bist du gut? Ich glaube, hier ist es gerade gut, dass ich die Möglichkeit habe, die zu stunnen. Ich lasse das mal Otschin abtransportieren. Wenn hier gegraben wird. Am besten wäre, wenn wir uns so schnell wie möglich mehr Pigments besorgen. Die riesigen Dinge lasse ich auf jeden Fall wieder von Otschin transportieren, wie beim letzten Teil.
So. Otschin, mach du mal. Otschin, du blockierst gerade die Bahn. So, das runter. Auch das lassen wir wieder von Otschin transportieren. Weil Otschin findet ja von allein den Weg zu uns. Bei dem war die Methode einfach vereisen, dann hat es sich schon erledigt. Und ich glaube, man kriegt mehr Punkte, wenn man den abtransportiert. Otschin hat sich gleich die Banane abtransportieren. Ey, wir sind doch Geschwister. Ich bin doch auch ein Laubling. Vom Prinzip her kann ich hier einmal kurz durch. Ich versuche den mal... ich glaube, ich sollte ihn trotzdem vereisen, oder? Auch wenn es effektiver wäre für das Dandori, dass ich den abtransportieren kann. Also ich sehe es ja spätestens gegen Ende. Transportieren wir die Kartoffel. Nee, transportiert man nicht ab. Ich habe noch eine gute Idee. Die Eis, die wollte ich gerade nicht entfernen. Nein. Das wäre jetzt doof. Ich beginne nochmal von vorne, weil ich glaube, das hat mir gerade alles versaut. So, ich bin jetzt gerade wieder an der Stelle hier. Jetzt gerade gründlich graben. Otschin, du nimmst die Kartoffeln mal mit. So, die Gelben, die dürfen ruhig tragen. Ich will die Eispicken gerade haben. Ich glaube, es wäre ganz effektiv, wenn ich ein paar Lilane einzeln tragen lassen kann. Zwar brauchen die ein bisschen länger, aber dann muss ich mich darum nicht sorgen. So, einen von denen schon mal down. So, zwei down. Ich wollte gerade sagen, im besten Fall kommt jetzt Otschin für die Melone. Da muss ich die Eispigments arbeiten lassen. Am besten erst, nachdem die das da weggetragen haben, nehme ich die anderen wieder weg. Dann können die sich an meinem Team ruhig anschließen. Die können mir ja gleich nachkommen. Hier auf dem Wege kann ich ja vorübergehend die hier wegnehmen. Dann habe ich ein paar mehr. So, Angriff. Das transportiert Otschin ab.
Das lasse ich schon mal einen von denen abtransportieren. Transportieren einfach mal zwei Lilane ab. Das geht, glaube ich, wesentlich schneller. Zumindest vom Zeitmanagement her. Genau, trag das erstmal runter, dass es bei mir ist. So, und jetzt lasse ich bei beiden einfach einen lilanen tragen. Lass sogar zwei tragen, damit sie ein bisschen schneller sind. Jetzt hole ich die Eispigments hier. Dann können sie mir nämlich beim weiteren Vorgehen helfen. Die sind schwer genug, dass ich auf das Eis einfach pfeifen kann. Ich glaube, das sind die letzten. Wartet mal. Noch nicht abtransportieren. Ah, hätte ich das gesehen, ne? Okay, wir machen nochmal neu. Und dann nutze ich da, nachdem ich die erste Hälfte abgeschlossen habe, da hinten das Teil. Ich glaube nicht, dass die zusammen 30 Punkte geben, oder? Also wenn doch, habe ich das hier bravourös gemeistert. Ich habe nicht mal diesen Knopf gebraucht. Habe ich Platin? Ich habe Platin. Ich habe diesmal einfach gemacht, dass ich hier hinten das geholt habe, bevor ich überhaupt erst nach da hinten gearbeitet habe. Also ich bin einfach instant durchgerannt, nachdem ich das einmal geschrottet habe, habe hier die zwei Punktkäfer getötet und danach habe ich von dort aus einfach alles abgesammelt. Ja, easy. Oh, nicht sein. So, schwindlig. Diese 30 Rohmaterialien sind deine Belohnung. Den hätten wir. Du hast geschafft, Shining. Komm schon, holen wir diese gestandete Person da raus. Und da fliegt er. So, die transportieren da jetzt gerade ab. Bleibt danach wirklich nur noch der Tresor? Weil eine Höhle muss sie ja noch sein. Wir können es eh nicht lesen. Ihr habt den Noblin gerettet. Gut gemacht. Ja, derselbe Fehler wie sonst auch. Noblinge, egal wo wir suchen. Wir finden mehr von ihnen. Da werde ich wohl noch viel mehr Medizin brauchen. Na gut, dass ich ein bisschen vorgesorgt habe, ne? Okay, hier ist offenbar noch ein Schatz. Da hatten wir die Seile. Hier oben haben wir schon... Wahrscheinlich kann man irgendwie noch hier oben drauf. Überleg gerade. Ansonsten sehe ich jetzt auch keine weitere Höhle oder einen Schatz. Einmal da oben hingehen und ansonsten gehe ich zum Tresor jetzt direkt. Hier oben ist nichts. Na gut, dann zum Tresor, ne? Außer dem Tresor haben wir hier nichts mehr. Wir wissen auch die Kombination. Eins. Ich pack mich mal aus dem Bild. Sieben, eins, fünf.
Ja, so eine Höhle. Wir haben es hier wieder mit diesem Laubling zu tun, richtig? Er versteckt sich in einem Unterschlupf. Ob das etwa bedeutet, haben wir es hier etwa mit Captain Olima zu tun? Ich bin beeindruckt, dass ihr diesen Ort gefunden habt. Und nun wird es Zeit für das letzte Duell. Lass uns beginnen. Seht nur, der Hund. Wenn es wirklich Olima ist, dann muss er mit uns zurückkommen, ob er will oder nicht. Shining, Otschen! Zeit für euren Einsatz. Folgt dem Laubling. Wir haben den Laubling, nachdem wir gesucht haben, im Unterschlupf entdeckt. Ob das wirklich Captain Olima ist? Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich gucke, dass ich so schnell wie möglich da dann in der nächsten Folge reinspringe. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis dann.